Die Gemeinde Art liegt im Herzen der Schweiz, eingebettet zwischen Rigi und Rossberg sowie dem Zuger- und Lauerzer See. Geschichte und Tradition reichen weit zurück auf die Grafen von Lenzburg, die Kiburger und Rudolf von Habsburg. Die strategische Lage als Tor zum alten Lande Schwyz war bereits um 1200 Anlass zur Errichtung der Letzimauern und Wehrtürme. Die legendäre Pfeilbotschaft von Heinrich von Hünenberg über die Letzimauer geschossen, warnte die Arter vor Herzog Leopold, als dieser 1315 über Eggeri, die Wehranlagen von Art umgehend, nach Morgarten zog und dort von den Eidgenossen geschlagen wurde. Freiheit und Selbstständigkeit war für die Arter von jeher von großer Bedeutung. Ein eigenes Siegel, der heilige Georg mit Schild und Speer, beurkundete weit zurück Allmeind-Angelegenheiten und Handänderungen. Am 2. September 1806 lösten sich 40 Millionen Kubikmeter Fels vom Rossberg und donnerten und tosten innerhalb weniger Minuten ins Tal, wo sie fast 500 Menschen und über 100 Häuser unter sich begruben. Dr. Karl Zey, Arzt und Historiker aus Art, hat dieses Ereignis miterlebt und eine erste Chronik darüber verfasst. Zur Erinnerung läutet alljährlich am Tag der Katastrophe nachmittags um 5 Uhr die große Glocke der Kirche in Goldau. Auf den niedergestürzten Felsbrocken von damals äßen heute die Wildtiere des einmaligen Tierparks von Goldau. Das heutige Restaurant Bauernhof wurde vom Bergsturz 100 Meter mitgerissen, blieb jedoch in seiner Bausubstanz erhalten. Art war von jeher als Zollstation, Postkutschenhalt und Basis der Rigiträger von Bedeutung. Der Dorfplatz war einst voller Rösser, Gepäck- und Sesselträger für den Transport talaufwärts. Der Rigi-Berglauf erinnert alljährlich an diese vergangenen Zeiten. Mit dem Bau der Gotthardbahn, der Art-Rigibahn und durch den Ausbau zum Verkehrsknoten der SBB wurde Art-Goldau weitherum bekannt.
Die modernen Verkehrsmittel öffneten das Tor zur weiten Welt. Trotz dieser neuen Weltoffenheit hat die Gemeinde ihr eigenes kulturelles Leben und das alte Brauchtum bewahrt. Als älteste Tradition reicht das Schwing- und Elplerfest auf der Rigi urkundlich bis zum Jahr 1601 zurück. Großes Viehsterben veranlasste 1593 den Zusammenschluss zur Sennengesellschaft. Die 400 Jahre ihres Bestehens wurden mit einer eindrücklichen Sennenchilbi gefeiert. Großartige Operetteninszenierungen haben der Theatergesellschaft Art in ihrer 130-jährigen Tradition einen Namen gebracht. Aber wollen wir nicht erst etwas Erfrischendes trinken? Are you ready? Yeah.
Zum Country Music Festival auf Rigikulm finden sich bekannte Country-Größen ein. Das Leben ohne Fest ist es wirklich wie ein langer Weg oder ein langer Marsch, ohne können irgendwo dich hier zu halten. Dorffest sorgt zunächst eine heiße Band für Stimmung beim Jungvolk. Hier zeigt sich aber auch der hohe Stellenwert, der kulturellem Schaffen von der Gemeinde beigemessen wird. Musikvereine, Jodlerchöre und Volkstanzgruppen, Jazztanz, Gesang und flotte Instrumente wechseln in rascher Folge. Was wäre auch ein Dorf ohne Chilbi? Fortbestand zeigt überliefertes Brauchtum auch mit charakteristischen Anlässen wie dem Klausenjagen oder der Fasnacht. Thank you.
Der Maler Hans Schilter stammte aus Goldau. Für sein vielfältiges künstlerisches Schaffen wurde ihm 1979 der Innerschweizer Kulturpreis verliehen. In einer Galerie in Art bietet sich heute heimischen Künstlern eine gute Möglichkeit, vor ein breiteres Publikum zu treten. Was die Natur zu bieten hat, wird in der Region verarbeitet. Kirsch aus Oberaart zum Beispiel geht in die ganze Welt. Natürlich haben Vieh- und Landwirtschaft hier eine lange Tradition. Die beiden Allmain-Kooperationen bestehen seit Beginn der Eidgenossenschaft. Durch den Eisenbahnknoten, den Anschluss an die Nationalstraße 4 und den Seeanstoß ergibt sich eine optimale Verkehrslage, die bereits eine Reihe von Betrieben angezogen hat. So findet man hier einen internationalen Seilbahnbauer sowie einen bekannten Hersteller von Badewannen und viele weitere bedeutende gewerbliche und touristische Unternehmen. Gezielte Wirtschaftsförderung im Verein mit Schulen und interessanten Weiterbildungsangeboten sorgen dafür, dass Art Goldau auch in Zukunft ein attraktiver Wirtschaftsraum bleibt. Das ist allerdings nicht so, denn auch bei diesen Programmen braucht es neue Griffe von Hand. Und da braucht es den ausgewiesenen Fachmann dazu. Der ausgewiesene Fachmann, der hier eine besonderbare Verantwortung hat, weil an ihm kann es letztendlich, dass selbe Situationen nicht zu Schäden kommen, zu Schäden, die keine Begründung haben. Musik
Schaut es einmal an. An der Jubiläumsfeier des Gewerbevereines im Goldauer Pfarreizentrum unterstreicht Bundesrat Villiger deutlich die Wichtigkeit des lokalen Gewerbes. Es freut mich ganz besonders, dass ich heute von Vertreterinnen und Vertretern vom Mittelstand erfahre. Und es zählt in der heutigen Zeit nicht, wer eine große Vergangenheit hat, sondern es zählt nur noch, wer eine Zukunft hat. Und das gilt für Unternehmen genauso. Keine Wünsche offen lässt das Sport-, Erholungs- und Freizeitangebot. 40 Sportvereine, Sportplätze und Turnhallen bieten Möglichkeiten für jedes Alter. Eine ausgebaute Infrastruktur mit Hotels, Bergbahnen und Wintersportanlagen lockt aus dem Nebel des Tales in die sonnige Bergwelt.